So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Rise of the Tomb Raider. So, wir sind hier stehen geblieben. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo ich genau war, aber ich glaube, hier geht's weiter. Wenn ich mich nicht irre, wir werden es eh gleich sehen. Da ist schon wieder das Eichhörnchen. Was ist passiert? Ah. In diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzuhalten. Sehr gut. Sehr gut. Das war zwar ungewollt, aber es hat funktioniert. Schnell runter da. Ja, das Messer ist schon geil, Alter. Da kann man nix sagen. Okay, looten tut sie anscheinend automatisch. Ich weiß nicht mehr, was ich da alles ausgerüstet habe an den Fähigkeitspunkten. Aber, ja. Es kommt kein Symbol drüber, dass ich looten kann. Okay, noch mehr. Der Feldeinsatz für Trinity. Nein, ich wurde geschickt, um die Insel zu sichern. Alles steht Arbeit. Da drüben! Ausschwärmen, halte die Augen offen. Ihr seid Vollidiot. Was ist denn das für eine KI? Aber mir ist eh wurscht. Ich spiele das auf normal, möchte ich nur sagen. Ja? Okay, so. Alles schön brav einsammeln wieder. Ah, da ist noch einer. Passt. Der ist hier. So, jetzt können wir looten. Und der hat sogar sowas mit. Das haben wir da gleich nach hinten. Das braucht man nimmer mehr. Ah, da kann ich raufklettern. Okay, muss ich da rauf? Ich habe keine Ahnung. Ich schaue mich mal ganz kurz da unten noch um. Da hinten haben wir auch noch wen zum Looten. Naja, drei Muttern haben wir dafür gekriegt. Ja, ich muss... Ja, ich muss da rauf. Okay, passt. Dann schauen wir uns da unten noch um. Das ist tiefer Schnee hier. Vielleicht gibt es da hinten was. Ja, Karte-Aktualisierung. Sehr gut. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Alles cool? Ja. Yep. So, da springen wir einfach durch. So, da nach hinten gehen können wir auch noch, aber ich glaube, da hinten gibt es auch nichts mehr. Da kann ich rauf. Gibt es da oben was? Na, von da bin ich ja, genau, ja. Da drüben sind wir rüber geschwungen oder sowas. Ansonsten glaube ich, genau, und hier sind schon die Leichen. Passt. Dann klettern wir darauf. Auf diese Wand da müssen wir. Okay. So, wie ist das gegangen? R2? Achso, nein. Voll anspannen, genau. Damit das Ding auch stecken bleibt. So, hier glaube ich eins und ich glaube hier noch eins. So, sollte reichen. Werden wir gleich sehen. Einmal. Okay, passt. So, den tun wir wieder abstechen da. Die Brücke ist einge. Schlaf gut. So, das wollte ich eigentlich vermeiden, aber es ist mir eigentlich wurscht. Lad nach, Mädchen. Lad nach. Tu dich heilen. Also, wie geht denn heilen? Ich hab... Meine Güte, ich weiß nicht mehr mal mehr, wie man heilt. Ich weiß es wirklich nicht mal. L1 gedrückt halten, genau. L1 gedrückt halten. So, wo ist der Geschissene? Der ist da nach hinten gegangen. Ich hab drei Schusswaffen. Was hast du? Drei Schusswaffen hast? Sehr schön für dich. Ich hab mehr. Und? Jetzt bist du down. Und? Was machst du jetzt? So, her mit dem Zeug. Die da hinten tun wir auch noch looten, natürlich. Keine Panik auf der Titanic. Wir nehmen uns alles mit, was geht. Wir werden Lara so stark wie möglich machen. So, da können wir wieder rauf. Ja, sehr gut. Ah, Schrotmunition ist voll. Ja, ich verwende die kaum. Ich habe zwar immer davon geredet. Ja, Shotgun. Ich hätte so gerne eine Shotgun und jetzt verwende ich sie nicht. Okay, so.
Was ist, wenn ich da drauf schieße? Ich gehe mal weg von dem Ding. Gar nichts. Ich hätte mir gedacht, dass das Ding explodiert. Okay, da kann ich nirgendwo rauf. Wir müssen da nach hinten. Okay, machen wir es mal so. Was willst denn du jetzt von mir? Ah, vielleicht das da, hä? Na, ich hätte gern die... Na, ich will das Ding da. Da, genau das da will ich. Danke. Verbrannte Erde. 1 von 4. Okay, Moment. Wie ist das gegangen? Nein, die Flasche hätte ich gerne. R1? R1. Gut, jetzt haben wir einen Molotow-Cocktail. So, den einen haben wir ja kaputt gemacht. Schauen wir mal, ob wir den auch kaputt machen können mit dem Molotow-Cocktail. Haben wir das mal da rein, würde ich sagen. So ungefähr. Ja, das hat sich auf jeden Fall gebracht. Gut, wie komme ich da rein? Ah, Russisch. Können wir wieder Russisch lernen? Ein altes sowjetisches Schild. Basta. Hier können wir noch was looten. Ansonsten glaube ich, da unten brauchen wir uns glaube ich nicht umsehen. Da können wir durch. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Könnte auch sein natürlich, dass ich mich hier... Schauen wir mal, ob sie uns was erzählt. Ganz viel erzählt sie uns. So, Fertigkeitspunkte. Einen Punkt haben wir frei. Kämpfer... Ich glaube, Kämpfer können wir ja gar nichts mehr machen, oder? Na, 17 von 17. Da unten steht es eh. Herzfehler, ha? Ein bisschen lesen. So, Jäger. Was können wir denn da machen? Da ist ein Bulli... eine Pistole drauf. So, Pistolenexperte. Führen Sie eine Pistolenexekution auf kurzer Distanz aus und verbessern Sie die Chancen. Was? Hohlspitzgeschosse von Feinden zu erbeuten. Drücken Sie Dreieck, um außer Gefecht gesetzte Feinde in den Rest zu geben. Das machen wir mal. Mal schauen, ob wir das irgendwie aktivieren können. Jetzt können wir unsere Waffen auch nochmal verbessern. Schauen wir mal, welche. Alle. Wir können alle unsere Waffen verbessern. Okay, ich nehme mal Shotgun wieder. Schauen wir mal, ob wir die verbessern können. Nein, die Shotgun wäre es nicht. Sondern halt das hier. Das könnte man halt verbessern, das will ich aber nicht verbessern. So, dann tun wir unser Sturmgewehr verbessern. Können wir auch nicht verbessern, sehr gut. Dann die Handfeuerwaffe. Können wir auch nicht verbessern, sehr gut. Das können wir verbessern. Ein Griff mit Schlaufe, da können wir halt besser klettern. Das passt schon, damit bin ich zufrieden. Waffenschmied, sehr gut, dankeschön für die Trophäe. So, Inventar. Ich hätte gerne noch mehr Ausrüstung. Irgendwie. Was Abenteuerköcher. Dafür braucht man noch... Ja, noch ziemlich viel Fell. So, aber dafür braucht man noch mehr Fell. Bist du deppert? Ja, dafür braucht man auch Fell. Und dafür braucht man noch mehr Fell. Also, es ist schon... Unglaublich, was man da alles braucht. Wildschwein haben wir da. Jaguar haben wir da. Was haben wir hier? Ein Bär, okay. Haben wir auch. Und noch einen Bär. Also wir müssten einen Bären noch killen und Unmengen an Rehe. Das ist das, was wir eigentlich machen müssten. Ich bin ja... Ich glaube, ich bin ja bis jetzt nicht mal jagen gegangen. Oh, da liegt was. Es ist ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Na, sehr schön. Wird schon passen, wird schon passen. Uiuiuiui. Ich möchte da ehrlich gesagt nicht reingehen, aber gut. Achso, ja, wir können ja die ganze Zeit die Luft anhalten. Sieht so aus. So, du bleibst unten. Wir schwimmen da einfach durch, würde ich mal sagen. Ich hoffe, da hinten ist noch so ein Loch, wo wir auch noch aufkommen. Schaut gut aus bis jetzt.
Ich hoffe, da hinten ist keiner. Ich hoffe da. Die holen wir uns trotzdem natürlich. Okay. Wo ist der Typ? Ist der ins Wasser reingeflogen oder was? Kann möglich sein, weiß ich jetzt nicht. So, Moment. Warst du mit Konstantin und... Oh, da ist noch einer. So. Uiuiuiui. Heil dich. Ja, deswegen hätte ich die gerne nochmal aufmobliert. So, das war's aber. Nehmen wir mit, was wir noch mitnehmen können da natürlich, so wie immer. Habe ich mich ein bisschen angestört, aber ich habe auch schon länger wieder mal nicht gespielt. Muss halt wieder reinkommen da. So, das könnte man wieder kaputt machen. Dafür bräuchte ich aber jetzt wieder so ein Feuerding. Feuergefäß. Lampe. Ihr wisst schon, was ich meine. So, den kann ich nicht looten, oder was? Wieso kann ich den nicht looten? Achso, okay. Keine Ahnung. Was ist, wenn ich das hier nehme? So, das... Moment. Das haben wir einfach da, ja. Wir gehen ein bisschen weiter weg. So, 2 von 4. So, das leuchtet aber nicht auf. Wo sind denn hier noch so welche Laster? So, da sind wir richtig. Okay. Wir gehen nochmal zurück. Ich will mich noch kurz da hinten umschauen. Aber ich glaube, da hinten gibt es nichts mehr. Aber ist wurscht, wir schauen trotzdem nach. Ich würde gerne in diese Zelte da reinschauen. Falls man da irgendwie reinkommt. Natürlich. Natürlich. Das Zelt hat keinen Eingang, das ist eh klar. Dann wird dieses Zelt auch wahrscheinlich keinen Eingang haben. Aber da hinten steht eine Kiste. Okay, allein nur für die Kiste da nach hinten zu kommen, ist schon mal Gold wert. So, was haben wir gekriegt? Schwere Pistole, 3 von 4 haben wir jetzt schon. So, und da nach hinten müssen wir. Wir haben eh schon den Weg gefunden. Also, für die Kiste, das war schon mal Gold wert. Würde mich interessieren, ob die schwere Pistole dann besser ist, als das Gerät, was wir jetzt schon haben. Also, die hier. Die macht ja schon einen ordentlichen Gravum. Na komm, geh weiter, Mädchen. Okay. So. Dann sind wir da mal richtig. Da runter gehen können wir auch noch. Ja, da liegt was. Kriegen wir bald wieder einen Fähigkeitspunkt. Auch nicht schlecht. Das schaut aus wie Heliport. Wie ein Heliport. Mal schauen, ob wir dann da später her müssen. Vielleicht müssen wir fliehen, ich habe ja keine Ahnung. Jetzt müssen wir mal erstmal da rein in diese. Ja, in dieses Gebäude da. Geschichte mal. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden.
Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Passt. So, ist da hinten irgendwo noch was? Jawohl. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Ah, okay. Mal schauen, ob wir das... Ah. Sankt Peregrinus. Schutzpatron der Todkranken. Ist das nicht auch ein Mineralwasser? Sankt Peregrinus? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ansonsten, glaube ich, war es das. Na, dann gehen wir gerade weiter, würde ich sagen. Da können wir dann raufspringen. Ich glaube, da müssen wir auch rauf. Können wir da auch rauf? Ja, okay, gut. Bevor wir da rauf gehen, schauen wir uns da auch noch um. Wir rennen da überall im Kreis. Ui, da kann man runterfallen. Würde mich interessieren, ob es da irgendwo was gibt. Schaut aber nicht so. Toll. Aber wir haben trotzdem nachgeschaut. Okay, raufgehen, glaube ich, kann ich eh nirgendwo. Und da kann ich nicht durch. Das heißt, ich muss wirklich die Leiter da nehmen. Rauf mit dir. So. Sind da Gegner drinnen? Ich habe keine Ahnung. Da gibt's noch was? Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Auf Hochglanz? Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Ja. Genau das gleiche habe ich auch entziffert. Und dann gehen wir mal rein da. Schauen wir uns mal hier drinnen um. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Was steht da? Ich kann kein Russisch. Verpasst. Da hinten leuchtet's. Noch eine Geschichte, okay. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen, ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Ja, dann rette dich selbst und du nicht andere Leute manipulieren dazu, würde ich mal sagen. Ah, da hinten leuchtet's auch noch. Hier leuchtet's nicht mehr. Passt. Noch eine Geschichte. Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Und ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Lara, Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange. Und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst und dass ihr hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Na, ich hoffe, ihnen geht's gut, den Jonah.
Ich hoffe, es geht ihm gut. So, da müssen wir rauf, okay? Ich glaube, hier drinnen, glaube ich, brauchen wir nicht mehr nachschauen. Ich glaube, hier haben wir alles. Dann gehen wir da die Leiter rauf. Rauf, rauf, rauf. Und Cutscene. Gottes Willen! Wenn Sie hier predigen wollen! Jonah! Darf ich mich trotzdem da noch umsehen? Nämlich... Allein nur das würde ich gerne kaputt machen, da? Zack! Okay, na dann suchen und finden wir mal Jonah, würde ich sagen. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ist halt die Frage, ob wir hier wirklich alles abgegrast haben. Und hier ist das Seil. Na dann, auf mit dir. Aua. Rüber. Wir fahren mit der nächsten Phase. Komm, 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 komm. Lass dich fallen. Sie sind hier. Hab dich. Habt ihr das gesehen? Ich habe ihn nur gestreift und er ist schon, gestorben. So, um mit da. Ich glaube aber, dass ich dann Part Ende machen werde. So, ah ja, genau, Hakenaxt. Mit Viereck oder mit Dreieck hat man das aktiviert? Okay, mit Viereck. Na dann rüber. Das habe ich komplett vergessen, wie das funktioniert. Ich habe ich finde das immer so komisch bei dem Spiel, wenn man dann drauf drückt und es passiert nicht sofort, sondern es passiert dann erst wenige Minuten später. So. Achso, sie hat sich da sogar festhalten müssen. Ja, Mädchen. Jetzt schnell weiter. So, umsehen brauchen wir uns da, glaube ich, eh nicht. Müssen wir eh gerade weiter, oder? Nicht, dass ich irgendwo... Naja, okay, gut, wenn ich da runterspringe, glaube ich, bin ich im Arsch. Sehr schön. Da können wir uns wieder abseilen. Den machen wir einen Headshot. Am feinsten. Gute Nacht. Darunter weiter. Ich nehme mal an, ich weiß es nicht. Ja, jetzt muss ich ihn retten. Jetzt kriege ich die Aufgabe. Gut. Gut, 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 gut. Da kann ich aber auch runtergehen. Ah, wieder eine Ratte. Und da hinten liegt was. Sehr gut. Lara, ich glaube, ich habe deine Spuren gefunden. Ich wusste, dass du lebst. Es braucht mehr als 1000 Tonnen Eis und Schnee, um meinen kleinen Vogel auszuschalten. In den Wäldern passiert etwas Merkwürdiges. Und es ist nicht Trinity. Jemand anderes beobachtet mich aus den Bäumen. Ich hatte etwas Essen im Rucksack. Alte Energieriegel. Aber sie sind fast alle. Hab die letzte Nacht in einem toten Baum geschlafen. Und heute Morgen war da ein Geschenk für mich. Trockenfleisch und Beeren, eingewickelt in ein Hirschfell. Ich dachte erst, ich träume, aber hier ist jemand, der sich um mich kümmert. Ich hoffe, sie kümmern sich auch um dich. Ja? Hauptsache, wir haben das gefunden, oder? Ist zwar jetzt nicht so wichtig, aber trotzdem. Ich glaube, ich mache dann Partende. Oh, nach der Cutscene natürlich.
Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Bitte, bitte nicht! Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir sind fast in Position. Hammers? Um jeden Preis. Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden. Ja, ich bin gefährlich. So, wir machen hier Part Ende. Also es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, aber Jonah, wenn dich schon jemand zusammenschlägt, dann auch noch fesselt, dich in einen Stuhl setzt und mit einer Waffe dann bedroht, dann... Und wenn ich mich wirklich losreißen kann, überlege ich nicht lange, da drücke ich einfach ab. Puff, und weg ist er und ich habe meine selige Ruhe und der Obermeister ist nicht mehr Obermeister, sondern nur noch toter Meister. Aber ja, okay, gut. Geschichtlich passt's. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.